thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Joker Follet de Lou. Ähm, Ja, in diesem Film geht es weiter mit dem Joker. Im ersten Teil haben wir ja gesehen, wie er halt so durchgedreht ist. Und ja, man hat hier mittlerweile halt auch geschnappt. Und ja, er ist in, einer, in einem Gefängnis, ja, wo er nicht wirklich gut behandelt wird. Und ja ihm geht es auch wirklich nicht gerade gut und äh, ja er steht auch vor seinem alles entscheidenden gerichtsverfahren und ja als die als seine anwältin mit ihm gerne noch ein bisschen reden möchte über diese gerichtsverhandlung und ihn darauf vorzubereiten kommt arthur mit seinen ja gefängniswärtern an einer gruppe von singenden insassen zusammen und ihm fällt da gleich so eine blonde Frau auf. Und sie fällt ihm auch auf. Sie gehen dann weiter. Und er hat diesen Termin und so. Und, und er trifft auch wieder diese Frau, die sich als Harlin Lee Quinzel ähm, vorstellt. Und ähm, ja, die beiden haben auch sofort so eine Chemie. Und ähm, sie gefallen sich gegenseitig doch so gut. Und ähm, ja. Sie gefällt auch Joker und Joker gefällt sie. Nichtsdestotrotz an einem Tag, wo ja, wo sie halt so mit mehreren Insassen einen Film schauen, legt Harleen ein Feuer und ja, sie versucht mit Joker zu fliehen, was die ganze Sache dann ein wenig komplizierter macht. Ja, so kann man es ungefähr zusammenfassen. Ja, Harleen wird übrigens gespielt von Lady Gaga. Lady Gaga mag ich ja wie Fußpilz. Und ähm, ja, und ich weiß auch nicht, warum sie unbedingt in diesem Film rein musste, denn für mich ist und bleibt Margot Robbie die Real-Life-Harley Quinn. Und dementsprechend muss ich sagen, der Film ist absolute Grütze. Das ist, wenn, ähm, also für mich sieht das so aus, als wenn Disney, also die Leute, die Disney-Filme machen und Serien machen, und Leute, die damals Baywatch gemacht haben, einen Joker-Film machen. Warum? Es wird da so viel gesungen und gesungen und gesungen und gesungen, dass, ähm, wenn man diese ganze Musiksache abziehen würde, dann ähm, hätte, würde der Film, glaube ich, ungefähr nur noch die Hälfte gehen. Weil es passiert in dem Film eigentlich ja nicht viel. Und es wird alles nur auf dieses, diese Musikschiene da gemünzt und alles. Und ähm, ja, der Film ist sehr, sehr anstrengend, sich anzugucken. Und ähm, ja, nicht nur, dass da dieses ganze Gesinge da ist. Für mich kommt da einfach. Ich hätte jetzt gedacht, nach dem ersten Teil. Jetzt kommt der Joker, jetzt geht es richtig ab und alles. Jetzt steht Gossam endlich in Flammen und so. Aber nee, man dreht da wirklich alles so zurück. Ähm, die Leute, ähm, klar, mögen Joker, dies, das, er hat viele Anhänger. Aber er ist in diesem Gefängnis fast die ganze Zeit des Films und, ähm, und ähm, ja es passiert einfach wirklich nichts. Es wird viel gesungen. Er hat da halt, äh, sah halt seine, seine Freundin da getroffen und mit der singt er da viel und dies und das und so. Nicht nur im realen, auch so ähm, ja als, als als Traum und sowas alles. Ja und wie gesagt, warum Baywatch? Ähm, es kommt mir genauso vor wie bei Baywatch. Kleiner fun fact am Rande. Ähm, für die Leute, die Baywatch noch kennen, die alte Serie, es gab ja immer mal diese Szenen, fast in jeder Episode eigentlich, wo äh, man zum Beispiel einen ganzen, einen ganzen Song gespielt hat, und dann haben die Leute trainiert, sie waren auf dem Jahrmarkt oder sonst irgendwas. Warum hat man das gemacht? Weil man nicht genug ähm, Drehbuch hatte. Also man hatte nicht genug im Drehbuch, um diese Zeit komplett auszufüllen. Also hat man das benutzt, um diese Lücke zu füllen. Und genauso kommt mir das hier in dem Film auch vor. Man hat nicht genug Drehbuch, man hat nicht genug Story. Also benutzt man dieses, dieses ganze Musikzeug da drin, um den Film auf 138 Minuten aufzublähen. Wenn man, da ich jetzt, das ganze Musikzeug abziehen würde, also ich schätze jetzt mal grob. Ja, würde der Film vielleicht so ja, 90 oder vielleicht sogar noch weniger gehen. Und deswegen, also, deswegen habe ich auch Baywatch exklusiv, äh, extra in diesen Titel reingeschrieben. Weil es kommt mir so vor, als halt, wenn wirklich Disney-Macher und, und Leute von Baywatch halt jetzt einen Joker-Film versucht haben, weil... Es ist einfach, es passiert fast nichts. Es passiert fast nichts. Und das ist so krass, ey. Du hast einen Schauspieler wie Joaquin Phoenix, der so viele geile Sachen spielen kann. Und ähm, ja, da hat, nimmt man jetzt irgendeine so Lady Gaga da rein, die kein Mensch braucht. Und ähm, macht da jetzt so, so eine Art Musical daraus, was auch kein Mensch braucht. Also, Tut mir leid, also wenn man jetzt in der Schule würde ich sagen, Thema komplett verfehlt. Also, das ist wirklich nicht das, was ich da, ähm, was ich von einem Joker-Film sehen will. Ich will sehen, wie er durchdreht, ich will sehen, wie er, wie er, ähm, ja, draußen ist, aus dem Gefängnis, die Polizei zum Narren hält. Das will ich sehen. Und nicht wie so ein, ja. Mehr oder weniger gebrochener Mann da im Gefängnis ist und sich da mit seiner mit seinem Joker-Ding versucht, so irgendwie noch so am Leben zu halten. Nee, sorry, also das war es nicht. Es passiert mir dazu wenig. Und das Krasseste, was ich gelesen habe bei der Recherche zu diesem Film, der Film soll sage und schreibe 190 bis 200 Millionen Euro gekostet haben. Ich frage mich, wofür? Wofür hat der Film so viel Geld gekostet? Hat mir Joel Kim Phoenix mal eben so 150 Millionen gegeben oder was? Der Film spielt fast komplett im Gefängnis. Dann spielt er zum Teil ähm, in einem Gerichtssaal. Hier und da ist mal so ganz wenig mal eine Außenaufnahme. Also, wofür so ein Budget ausgegeben wird, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Wofür so ein Budget ausgegeben wird bei so einem Film, der, der, der gibt mir nichts. Also, von daher, also, muss ich sagen, der Film hat mir absolut nicht gefallen. Und welche Bewertung ich diesem Film gebe, Sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator: T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen: Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja, also, der Joker, Philips oder wie auch immer der Film heißt, ist eine absolute Vollkatastrophe. Ist nicht das, was ich von einem Joker-Film sehen will. Ist nicht das, was ich ähm, erwartet habe. Und ähm, ja, warum man da unbedingt eine Lady Gaga da reinbringen musste, ja, nur wegen dieses Musikzeug, was da auch kein Mensch gebraucht hat. Sorry, 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 sorry. Aber das ist absolut Grütze. Das ist absolut Kacke. Das habe ich so nicht gebraucht und ähm, ja, somit. Gebe ich den Film, weil der Film auch viel zu lang ist für das bisschen Story, was da geboten wird, gebe ich den Film einen Totenkopf. Der Film ist komplett bei mir durchgefallen und somit auch keine bessere Bewertung wert. Ja, das war meine Filmbewertung zu Joker, Flü, Dalalü, wie auch immer der Film, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch unten in die Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.